Herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt mich gefragt, wie lagerst denn du deine Polierpads? Vor allen Dingen auch für die Workshops brauche ich sehr, sehr viele. Ich brauche verschiedene Hersteller. Ich brauche verschiedene Größen an Pads. Ich brauche verschiedene Stärken. Und da kommt einiges zusammen. Und deswegen habe ich mir hier so ein kleines Schranksystem zusammengebaut. Ist nicht das super teuerste und super edelste, aber es funktioniert. Und darauf kommt es an. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Es muss preislich einfach sehr günstig sein, trotzdem sehr gut funktionieren. Und das macht es. Ist jetzt schon lange im Einsatz. Und ich habe es euch eigentlich noch gar nicht so gezeigt, aber ich wollte euch die kleinen günstigen Schränke einfach mal vorstellen. Los geht's! Ja, und jetzt seht ihr mal mein System. Ich erkläre euch mal, wie es funktioniert. Ich poliere am Fahrzeug, ganz normal, oder bei den Workshops polieren die Workshop-Teilnehmer. Dann kommen die Pads alle hier auf eine gesammelte Stelle. Dann hafte ich die mir hier an mein Reinigungsboard oder an mein Washboard, kann man sie auch so nennen. Ihr seht, hier hängen noch ein paar Pads dran. Das sind die nächsten, die sauber gemacht werden müssen. Ich lasse die maximal so 2-3 Tage hier dran und dann strahle ich die mit dem Hochdruckreiniger ab. Habt ihr auch schon ein Video drüber gesehen? Schaut sich gerne nochmal an, funktioniert sehr, sehr gut. Kleiner Tipp an der Stelle, ich habe mir hier diese Klettfläche nochmal rangetackert, das hält noch zuverlässiger. Umso länger man hier mit Wasser arbeitet, umso schneller löst sich dann irgendwann hinten der Kleber ab und darum einfach hier komplett einmal rumgetackert, kostet nicht viel Geld und jetzt hält es ohne Probleme. Super einfach und clever gelöst. Ihr seht, hier hängen wieder schon ein paar Pads, das sind die nächsten, die dran sind. Und hier hinten habt ihr mal so ein Dreier-Schranksystem. Das sind drei Einzelschränke, die stehen jetzt erstmal hier auf einem Tisch. Später werde ich die vielleicht auch mal an die Wand machen, je nachdem, was ich da in Zukunft so vorhabe. Aber aktuell stehen sie hier auf so einem kleinen Tisch, deswegen sind sie nicht 100% alle auf einer Linie, aber geht trotzdem ohne Probleme. Und hier habe ich jetzt alle verschiedenen Pads drin. Das heißt, hier oben auch nochmal Mikrofaserpads. Ich habe es ein bisschen geordnet. Da drüben sind ganz kleine Pads drin. Hier haben wir die 75er, hier haben wir die 125er, hier unten sind ein paar 150er Pads. Da unten haben wir Applicator Pads. Hier ist Nachschub für die Mikrofaser Applicator noch drin. Und dann kann ich mir hier einfach das rausziehen, suche mir hier mein entsprechendes Pad raus. Ich habe es nicht nach Hersteller geordnet, weil ich habe das jetzt schon im Kopf. Ich sehe sofort, wenn ich hier so ein Pad rausziehe, von welchem Hersteller ist das, weil ich halt ganz oft damit arbeite. Ihr könnt das bei euch zu Hause noch beschriften. Das habe ich jetzt bei mir nicht gemacht. Warum? Ich sehe durch diese kleinen Schieber hier sofort, welche Padgrößen sind hier drin, und ich habe mir das auch nach Stärken so ein bisschen sortiert. Das heißt, hier haben wir Pads, die so im Finish-Bereich sind, seht ihr hier mit Sonax und auch RDBL oder auch hier Royal Pads Ultimate. Hier haben wir so Mittel- und Heavy Cut und da habe ich das für mich so ein bisschen sortiert. Und ihr könnt das auch hier dran schreiben, wenn ihr sowas zu Hause habt, hier Pads Mittel, Pads 75, sieht alles noch ein bisschen edler aus, aber ich brauche es nicht, weil ich sehe ja, was drin ist, ganz klar. Wichtig ist bei so einem Ordnungssystem, dass man auch ein bisschen Ordnung hält. Das heißt, wenn ich hier die Pads sauber gemacht habe und hier in diesen Schrank einordne, dann einfach hier nicht in den nächsten Kasten reinwerfen, sondern ein bisschen schauen, dass es auch an der richtigen Stelle ist. Weil dann kann ich im Workshop sagen, hier, wer braucht ein Finish-Pad, mach mir den kleinen Schieber auf, zieh eins raus und gebe das demjenigen. Anstatt hier alles durchwühlen zu müssen, stellt euch vor, das ist alles total chaotisch und jemand fragt mich nach einem Kochchemie-Pad in Rot für Heavy Cut und dann fange ich an, alles aufzureißen. Das ist unsinnig, deswegen schön sortiert. Und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Viele lagern ihre Pads auch in Kisten. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Und zwar, wenn ihr die Pads wirklich noch ein bisschen leicht nass, und das ist ja schon fast der Todesfall für so ein Pad, es gibt Pads, die haben im Inneren, im Kern, noch eine leichte Restfeuchtigkeit. Wenn die Pads dann aber in ein geschlossenes System gepackt werden, fangen die an zu gammeln. Deswegen brauchen Polierpads, hier, ihr seht es auch hier, immer ein bisschen Luft zum Atmen. Vor allen Dingen, wenn ihr viele Pads habt. Wenn ihr nämlich hier diese Pads alle sauber macht und lagert die hier alle einmal in so einen Schieber rein und lasst sie dann liegen und das ist wirklich luftdicht verpackt, dann fangen die an zu gammeln. Blende ich euch mal ein Bild ein, habe ich hier ein schönes Beispiel bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich das Bild nutzen darf. Und das passiert einfach, dann fangen die auch im inneren Bereich an zu schimmeln oder vielleicht am Außenrand, weil sie einfach noch Restfeuchtigkeit haben. Und das geht im Sommer dann noch schneller als in den etwas kühleren Jahreszeiten. Deswegen, großer Tipp von mir, lasst an eure Pads Luft ran. Wenn ihr eine Box nehmt, dann macht nicht in den Deckel die Löcher, weil es kommt ja Staub von oben, kann ja sein, wenn ihr das irgendwo in der Garage lagert und irgendwas sägen wollt oder so oder was auch immer, kommt natürlich immer Schmutz von oben. Macht die Löcher so ein bisschen an die Seiten, vielleicht 4-5 Stück, je nachdem wie groß die Box ist, weil Staub kommt an der Seite nicht so gut rein, wie wenn ihr oben Löcher habt und dann fällt er von oben einfach drauf. Das ist ganz logisch, Schmutz setzt sich einfach von oben ab, selbst wenn in so einer Garage und so einer Halle einfach ja kein offensichtlicher Schmutz ist, aber es ist immer so ein leichter Staubfilm in der Luft. Und das muss ich ja nicht unbedingt hier in die Pads reinsetzen, deswegen, wenn ihr eine Box habt, nehmen wir das mal als Box, als Beispiel, dann macht die Löcher nicht oben rein, sondern hier einfach an der Seite. Und vielleicht so im Durchmesser 5 mm
und dann macht er halt ein paar mehr. Oder er macht so 8 mm und dann macht er 4, 5 Stück, dass einfach so eine gewisse Luftzirkulation in diesem System herrschen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, sonst fangen euch an, diese Pads irgendwann wegzugammeln. Das ist wirklich so. Also passt da echt auf und mehr ist es eigentlich nicht. Das ist mein Schranksystem, das geht alles viel edler. Natürlich kann ich mir hier für 500 Euro so einen super Detailing-Luxusschrank hinstellen. Wer das machen will, kann das machen. Ich gebe die 500 Euro lieber was anderes aus. Aber hier, diese kleinen Schränke gibt es auch in verschiedenen Größen, auch mit verschiedenen Höhen, mit verschiedenen Boxen, auch mit verschiedenen Boxen, auch in der Größe selbst. Also schaut euch da einfach ein bisschen um. Ich verlinke euch mal ein paar unten, auch verschiedene Modelle. Und da könnt ihr euch vielleicht mal was nach Hause holen. Ich denke mal, ihr werdet nicht 3 von diesen Schränken brauchen. Ich glaube, im normalen Hobbybereich sollte man eigentlich mit einem so einem Schrank hier auskommen. Ich habe noch einen vierten, der steht hier drüben. Da sind Kneten drin in einem Schieber. Klebebänder jetzt geordnet in einem Schieber. Ich schau mal rein. Ach, Claypads nochmal in einem Extraschieber. Also auch da habe ich nochmal einen kleinen Extraschrank, um das hier noch ein bisschen voneinander zu trennen. Und damit kann ich dann einfach hier mir ein Pad rausnehmen und habe das alles gleich zur Verfügung. Und wenn ich die frisch dann gereinigt habe und die sind trocken, kann ich die wieder reinstecken und wieder den Schieber reinmachen und bin fertig. Funktioniert ohne Probleme. Und damit bin ich mal gespannt, wie ihr jetzt eure Pads lagert. Habt ihr die alle in einer Kiste? Habt ihr alle Größen und Stärken alles in eine Kiste geschmissen? Ordnet ihr das auch so ein bisschen? Schreibt es mir gerne unten rein. Was habt ihr da so für ein cleveres System? Ich bin jemand, ich will es preislich vernünftig. Ich will nicht massig Geld ausgeben. Es muss aber trotzdem sehr gut funktionieren. Und das ist für mich hier der Fall. Funktioniert 1A. Und ihr seht, bei der Padmenge, die ich habe, da braucht man auch ein bisschen mehr Platz. Ganz klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ich freue mich auf die nächsten Workshop-Teilnehmer. Und dann können wir die wieder alle schmutzig machen. Und ich mache die jetzt hier als nächstes sauber. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.